Liebe Zuschauer, hallo zu den Sport 1 News. Es herrscht Verwirrung um Diegos Zukunft. Zuerst berichtete die Bild, der Brasilianer habe im Profikader beim VfL Wolfsburg keine Zukunft mehr. Nun zitiert der Kicker Felix Magath mit den Worten, es gibt keine Entscheidung weder in die eine noch in die andere Richtung. Fest steht, Ärger bekommt Diego mit Sicherheit für seinen unerlaubten Abgang während der Mannschaftssitzung vor dem letzten Spiel gegen Hoffenheim. Weitere Meldungen des Tages jetzt im Newsflash von Silja Bertermann und Lars Grundmeier. Skibbe kritisiert Bruchhagen. Der ehemalige Frankfurt-Coach Michael Skibbe hat Vorstandschef Heribert Bruchhagen für den Abstieg in die zweite Liga verantwortlich gemacht. Es wurde keinerlei Ersatz für die vielen Ausfälle geholt. Deshalb haben einige Spieler auch keine Perspektiven mehr gesehen und wollten ihre Verträge nicht vorzeitig verlängern. Er könne nur sagen, dass man hätte handeln müssen. Stillstand und Verwalten, davon halte er nichts, sagte der 45-Jährige. Es klinge vielleicht abgedroschen, aber der Abstieg gehe ihm sehr nah. Er habe gerne in Frankfurt gearbeitet und sei überzeugt, dass man mit ihm als Trainer drin geblieben wäre, so Skibbe. Schweinsteiger mit Zehenbruch. Bayern-Star Bastian Schweinsteiger leidet bereits seit dem 31. Spieltag an einem Zehenbruch am rechten Fuß. Um das Mindestziel Champions-League-Qualifikation zu erreichen, spielte der 26-Jährige unter Schmerzen die letzten Pflichtspiele der Saison. Der Nationalspieler wird dem Rekordmeister für das Freundschaftsspiel gegen St. Petersburg deshalb nicht zur Verfügung stehen. Brandt bestätigt Rücktritt. Heiner Brandt hat seinen Rücktritt als Handball-Bundestrainer nach Abschluss der EM-Qualifikation im Juni bestätigt. Nach 14 Jahren im Amt beendet Brandt seine Trainerkarriere trotz eines bis 2013 laufenden Vertrags. Der 58-Jährige wird beim Deutschen Handballbund künftig als Manager arbeiten. Bolt fit für Start in Rom. Jamaikas Sprintstar Usain Bolt wird am 26. Mai in Rom seinen Saisoneinstand über 100 Meter im WM-Jahr 2011 geben. Er sei fit und bereit, erklärte der dreifache Olympiasieger. Die vergangene Saison hatte Bolt verletzungsbedingt vorzeitig abbrechen müssen. Er habe hart daran gearbeitet, seinen Kern zusammenzuhalten, so der 24-Jährige. Sport 1 überträgt die Diamond League in Rom live ab 26. Mai. Noch eine Meldung aus Bremen. Werder hat Mehmet Ekici vom FC Bayern München bis 2015 unter Vertrag genommen. Der türkische Nationalspieler war letzte Saison an den ersten FC Nürnberg ausgeliehen. Soweit die News, bis zum nächsten Mal. Tschüss!